Vorweihnachtszeit mit dem Handwerk. Das findet sich in der evangelischen Kirche von Neunkirchen im Westerwald genauso wieder wie in der Bäckerei Kiefer in Münster-Maifeld. Denn Bäckermeister René Kiefer ist nicht nur ein Fachmann für die Weihnachtsbäckerei. Das Fest der Familie hat in seinem Betrieb an 365 Tagen im Jahr Hochkonjunktur. Denn Familienfreundlichkeit und Unternehmertum werden hier ideal miteinander verbunden. Wofür der Betrieb nun durch den Landkreis Mayen-Koblenz ausgezeichnet wurde. Was René Kiefer und seine 18 Mitarbeiter so in gemeinsamer Arbeit herstellen, erfüllt auch die hohen Ansprüche und Auflagen der Regionalmarke Eifel und entsteht in reiner Handarbeit vom Mehl bis zum fertigen Produkt. Die Bäckermeister Kiefer so erklärt. Wir haben als erstes dann das Eifelmehl. Wir sind also zertifizierte Eifelpartner. Aus unserem Silo geholt. Eifelmehl kann man nur halt über Silo beziehen, welches sich bei uns im Keller befindet. Ist also eine ganz praktische Sache. Entlastet auch, sage ich mal, unsere Bäcker halt, weil sie nicht mehr so viel tragen müssen. Haben das Ganze dann abgewogen mit den dazugehörigen Zutaten. Haben einen Teig hergestellt, den wir dann auf dem Tisch bei uns manuell aufgearbeitet haben. Das ist uns auch ganz wichtig. Wir arbeiten ausschließlich manuell, haben einige Maschinen natürlich für die starke körperliche Arbeit etwas einzuschränken. Aber ansonsten wird bei uns ausschließlich manuell gearbeitet. Haben das Ganze dann aufgearbeitet. Wir haben ein Laugengebäck hergestellt. Das heißt also, unser Laugengebäck wird wirklich auch noch selber bei uns hergestellt. Wir machen also alle unsere Produkte selber. Was uns auch ganz wichtig ist, ist auch eine der Zertifizierungsgründe für Eifel. Man darf also auch gar nichts zukaufen. Stellte also für uns auch in dem Augenblick kein Problem dar. Haben das Ganze dann in Lauge getaucht, wird dann auch ein Laugengebäck muss dann immer direkt gebacken werden, im Ladenbackofen frisch für unsere Kunden abgebacken. Im Normalfall machen wir das immer morgens direkt ganz groß in der Produktion. Dann ist das für uns etwas logistisch einfacher, damit auch dann direkt jeder Laden morgens, wenn er aufmacht, frisches Laugengebäck zur Verfügung hat. Doch bekanntermaßen macht der Ton die Musik. Und so legt Bäckermeister René Kiefer nicht nur großen Wert auf die Qualität seiner Backwaren, sondern auch auf die unternehmerischen Rahmenbedingungen, die den Alltag bestimmen. Ich möchte immer mit meinen Mitarbeitern mitarbeiten. Und aus diesem Grunde, sage ich mal, engagieren wir uns auch vielleicht etwas mehr wie manch anderer Betrieb in diesen sozialen Belangen. Haben dann vom Landkreis Mayen-Koblenz einen Fragebogen bekommen, den wir ausgefüllt haben, wo wir verschiedene Stationen halt, die bei uns im Betrieb mitbetreut werden, abgefragt worden sind. Haben den eingeschickt und haben uns dann natürlich auch gefreut, dass wir dann diesen dritten Platz vom Landkreis Mayen-Koblenz verliehen bekommen haben. So ist das Fest der Familie bei Kiefers auch unternehmerisch preisgekrönt. Um goldenen Glanz, weihnachtliche Töne und handwerkliche Spitzenleistungen geht es hier. In der evangelischen Kirche von Neunkirchen im Westerwald. Über Wochen war es der Arbeitsplatz des Koblenzer Malerunternehmens Rauland, das sich hier in die Sanierung der rund 800 Jahre alten Kirche einbrachte. Geschichte traf so auf Geschichte, denn auch die Chronik der Raulands wird seit über 200 Jahren geschrieben. Den Maler Rauland, das ist unsere Firma, die gibt es seit, wir haben das recherchiert, seit 1775. Ist eine ganze Horde von Kirchenmalern und Restauratoren. Heute, der Status quo heute ist, wir beschäftigen an die 14 Leute. Die sich im Bereich der Denkmalpflege einen erstklassigen Ruf erarbeitet haben. Besonders dann, wenn es um Mineralanstriche geht. Besondere Bauwerke zählen eher zur Regel, als dass sie die Ausnahme bilden. Und so hinterlassen Raulands ihre Spuren nicht nur in Kirchen, sondern haben auch die Festung Ehrenbreitstein mit einem Anstrich wieder auf Vordermann gebracht. Doch auch die Farbgestaltung ganz normaler Wohnhäuser bestimmt den Alltag wie auch Arbeiten im Dämmbereich. Andrea Rauland ist auf Vergoldung spezialisiert und hat die Holzorgel in dieser Kirche gestaltet. Nach mehreren Grundierungen und Vorbehandlungen kommt schließlich das Blattgold zum Einsatz, das auf eine Oberfläche auf Ton aufgebracht wird. Den Tongrund muss man auch noch mal polieren, bevor man das Gold darauf schießen kann. Anschießen nennt man das. Weil auf den Tongrund wiederum eine Flüssigkeit, Netze nennt die sich, draufgelegt wird. Das ist im Prinzip eine Mischung aus Wasser und Alkohol. Und da rein wird das Blattgold gelegt und durch den Alkohol angezogen. Und das kann man dann auch sehen. Dann liegt das auf dem Anschießer drauf, das Gold, und man bewegt das so kurz vor der Fläche, vor der Flüssigkeit, und dann springt das praktisch wie von selbst vom Anschießer
auf die Fläche drauf. Und wird anschließend mit einem Spezialwerkzeug mit Achataufsatz poliert. Fast 250 hauchdünne Goldblätter fanden so in dreiwöchiger Arbeit an der Orgel ihren Platz. Auch Pfarrer Hilmar Lenz war begeistert vom Ergebnis und fand den außergewöhnlichen Einsatz der Handwerke in seiner Kirche sehr spannend, wie viel Vorarbeit da nötig ist und auch in welcher Feinheit dann hinterher das Gold selber aufgetragen wird und poliert wird und mit wie vielen Arbeitsschritten es auch verbunden ist, das in der Art und Weise so herzustellen, dass auch so glänzt und dass die Farbe auch so leuchtend ist. So entstand ein optisches wie auch akustisches Schmuckstück der besonderen Art, das die Kirche einst im Rohholzzustand erreichte. Auch die Orgel selbst ist das Ergebnis handwerklicher Spitzenleistung, in deren Besitz die Kirche auf besondere Art kam. Die Orgel selber, die wir geerbt haben, also die wir nur zu einem Teil selber bezahlen und finanzieren mussten, haben wir in einem rohen Holz vorgefunden, bei dem klar war, dass eine farbliche Fassung vom Orgelbauer auch vorgesehen war. Und sie sollte halt farblich auch zum Innenraum passen. Da sie von der Position her gegenüber der Kanzelwand steht, sollte sie der entsprechend auch korrespondieren und farblich entsprechen. Das haben wir versucht, indem wir die Farbtöne aufgenommen haben und eben auch die Vergoldungssachen, die wir an der Kanzelwand vorgefunden haben. So wurde weder bei der farblichen Gestaltung noch bei der Vergoldung etwas dem Zufall überlassen. Und die Orgel passt sich in ihrem jetzigen Erscheinungsbild harmonisch in das Gesamterscheinungsbild der Kirche ein. Harmonisch ging es auch bei den Arbeiten selbst zu, die Vergolderin Andrea Rauland als ausgesprochen angenehm in Erinnerung behalten wird. Von der Abwinklung her, vom Ablauf, gerade in Kirchen, wenn man in Kirchen arbeitet, ist das immer sehr angenehm und unkompliziert vor allen Dingen auch. Die Leute helfen einem immer, wenn man was braucht. Das ist klasse. Also allein ist schon fast manchmal ein bisschen meditativ, hier so zu arbeiten. Vom Ergebnis dieser Arbeit konnten sich bereits die ersten Besucher als Zuhörer und Zuschauer überzeugen. Und auch an den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen erwartet Pfarrer Hilmar Lenz ein volles Gotteshaus und eine Orgel in Höchstform. An den hohen Festtagen, klar, an Heiligabend haben wir mehrfach die Kirche auch gefüllt. Heiligabend zum Beispiel haben wir zwei Gottesdienste hier. Einmal mit Krippenspiel, das ist der klassische 16 Uhr Familiengottesdienst. Und einmal um 18 Uhr eine Christvesper. Beides Mal wird die Kirche voll sein mit rund 300 Personen. Die sich dann auf eine vom Handwerk perfekt restaurierte Kirche freuen können. Auf die Orgel und ihren besonderen Zimbelstern mit Glockenspiel, der auch an Heiligabend erklingen wird. Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit.